Ja, moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry 5. Ja, letzte Folge waren wir ein bisschen, ich sag mal, weggetreten. Ja, das trifft ganz gut. Und wurden dann hier hinten gebracht von unserem ominösen Retter. Und ja, jetzt sind wir hier. Oh, du bist wach. Eli will kurz mit dir reden. Ja. Ich glaube, Eli will kurz mit mir reden. Dagegen kann ich jetzt Training machen. Ach, cool, sieh eine an. Die haben wir auch, die haben wir gleich in Waffenladen auch. Und hier geht's nach oben. Okay, gucken gleich mal, wenn wir schon mal hier sind. Schauen wir mal. Munition voll. Okay, gut. Gegenstände verkaufen. Ja, brauchen wir nicht. Okay. Ja, dann lassen wir das soweit und gucken mal, wo ist denn dieser Eli? Das scheint ein Privatraum zu sein hier. Visual Guide to Firearms. Visual Guide to... Achso, das ist dasselbe immer. Okay. Also ein Plattenspieler hier. Das sind alles einzelne Räume. Nehmen. Hier ist es nicht sicher. Hier ist ein sehr nettes Bad. Und hier kommen wir nicht durch. Wow, du bist wach. Was ist denn das alles? Warum seid ihr denn alle so verwundert, dass ich wach bin? Entschuldigung. Ach, Entschuldigung, muss ich mal ganz kurz... Ah, lesen? Ach, da, hier. Du siehst scheiße aus. Danke, du auch. Was? Playlist für den Whitetail-Sender. Do it again, all nothing, piece of me. Rear nuclear, dirty sunshine, 2 feet, here comes trouble, wake up, big time rush, quack attack, walks like a duck und black gold. Okay. Ist hier also auch ein Radio... Ah! Eli! Sieh an, wer von den Toten zurück ist. Ach stimmt, die beiden, die haben uns da ja... Die haben uns da ja... Die haben uns da rausgeholt. Jetzt haben wir hier... Bogen, ja. Schnell wieder auf. Ja, Entschuldigung. Ich muss mal ganz kurz das Mikro ausmachen. Ich muss mir mal kurz die Nase putzen. Es tut mir leid. Einen Moment, bitte. Gut, dass du auf den Beinen bist. Da bist du ja. Ja, da sind wir wieder. Gerade jetzt, wo man die Aufnahme starten möchte, jetzt fängt die Nase an zu laufen. Das ist immer super. So, was haben wir denn hier noch? Noch ein Zettel. Lesen. Notiz von Eli. Wie du schon sehen konntest, ist die Lage da draußen ziemlich übel geworden. Wheatie oder Wheelie, ist das ein T? Und ich haben überall in den Wäldern kleine Lager mit Ausrüstung und Vorräten versteckt. Wenn dir mal was fehlt, dann nimm dir daraus ruhig alles, was du brauchst. Wir Whitehills müssen aufeinander aufpassen. Eli. Gut, die durften wir also lesen, diese Benachrichtigung. Hier ist noch eine, dürfen wir die auch lesen? Dutch hier? Ah, okay. Die haben also Kontakt auch mit Dutch. Die Whitehill-Schwur. Die Whitehills sind frei geboren. Wir werden alles tun, um zu überleben. Wir lassen nie einen Mann zurück. Wir leisten Widerstand, bis wir frei von Tyrannei sind. Ja. Grundsätzlich bin ich damit einverstanden. Und schön, dass ich jetzt weggehe. Da geht's dann raus. Okay. Wir hatten noch einen anderen Ausgang. Da ging ja dann die Leiter hoch. Ja, wir reden da mal mit ihm. Nee, nicht nehmen, reden. Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komm gleich zur Sache. Ich weiß, was du im Süden getan hast. Du hast den Vater verunsichert, und das ist gut für uns. Wir verlieren zu viele Leute hier oben. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten.
Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt ein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Depp. Ja. Tammy Barnes auf der Karte öffnen. Erreiche das Besucherzentrum erstmal. Gucken wir nochmal. Die hatte jetzt einen Schalldämpfer, ne? Sieht so aus. Auf jeden Fall, das hat einen Schalldämpfer. Mhm. Ich glaube, wir müssen mal... Ich muss mal kurz. Moment. Nee, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss mal zu dem netten Herrn da. Moment. Ich mag die 45, mag ich auf jeden Fall. Die 44. Ja, meine Güte. So, aber wir brauchen mal eine normale Pistole hier. Und die dann bitte, mit Schalldämpfer bitte. So, wir haben ja jetzt das Geld. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Mein Scharfschützengewehr hat einen Schalldämpfer drauf. Okay. Was ist denn das hier? Magazine. Erhöht die Menge an Munition deiner Waffe. Du musst weniger oft nachladen und bist damit weniger oft angreifbar. Ja, das ist vielleicht ganz gut. Ja, machen wir auch einfach mal. So. Also im Prinzip, alle unsere Waffen sind jetzt schallgedämpft, bis auf die Schrotflinte. Aber ganz im Ernst, deine Schrotflinte, die dämpft man auch nicht. Das ist, das muss wummern. So, jetzt ist das... Sieht ziemlich albern aus, aber gut, bitte. So. Unser Scharfschützengewehr. Und unsere normale hat jetzt... Hat jetzt hier, Schalldämpfung. Mach dir um ihn keine Sorgen. Okay. Handschriftliche Notiz. Tammy, ich weiß, du verstehst das nicht und ich verzeihe dir. Du hast den Worten des Vaters gelauscht, aber du hast sie nicht richtig gehört. Eden's Gate hat mir genau gezeigt, was ich schon mein ganzes Leben über vermisst habe. Einen Sinn in allem. Dank dem Vater weiß ich jetzt, was ich zu tun habe und was ich werden muss. Ich hätte diese Reise gern gemeinsam mit dir unternommen, doch ich weiß, dass das nicht geht. Wir müssen alle Opfer bringen. In ewiger Liebe, Mark. Okay. Entschuldigung, ich hab's gelesen. Tut mir leid, ich gehe ja schon. Die guckt mich immer so böse an, das finde ich nicht gut. So, wir gehen jetzt hier raus. Erreiche das Besucherzentrum. Wir könnten uns jetzt alle anderen Quests auch holen, aber das machen wir schon nacheinander hier. So. Du bist also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald. Nett. Peaches? War was? So, wo sind hier oben irgendwo? Okay, Halleluja. Also, in dem Bereich. Mhm. Wir müssen dahin. Das ist ja Gott sei Dank nicht weit. Alter, wie kann diese Katze so weit springen? Was ist denn mit der? Also, ein Fahrzeug wäre ganz cool gewesen jetzt. Aber naja. Gut. Ist halt so. Oh, ein kleiner Bergsee. Schön. Da geht irgendwo die Hatz ab. Ja.
ist jetzt sehr spannend. Aber soll man machen. Hätten wir Schnellreisen machen können? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Oh, guck mal, eine Straße. Sind das Zeichen für die Widerstandsverstecke oder so? Oh. Das ist gar nicht Peaches, das ist Peaches. Oh, Peaches. Ach, Peaches. Ach, Peaches. Ja, la, 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 la. Huch. Huch. Wo machte ich das gerade? Ach, oben gedrückt halt. Na. Nee. So, wir müssen da irgendwo hoch. Ich habe das doofe Gefühl, es wäre besser gewesen, wenn ich gelaufen wäre. Kameras zugepflastert. Das Zentrum ist direkt vor dir und es wimmelt davon, Peggys. Sei vorsichtig. Mhm. Oh ja. Vielleicht wäre es. Wenn sie dich sehen, töten sie unsere Leute. Also halt dich bedeckt. Schleich dich durch das Abwasserrohr an sie heran. Abwasserrohr. Okay. Ja. Gut, wo? Abwasserrohr. Das muss man dann aber auch erstmal finden. Das, ne? Ich würde mal vermuten, dass das hier hinten irgendwo, so Bachrichtung. Guck mal, genau, hier ist. Nee, doch nicht. Schade, das wäre ein Bach hier. Gucken wir mal. Abwasserrohr. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch, ne? Nein. Schade. Ah, warte, hier. So. Abwasserrohre. Das ist immer so eine Sache, sowas zu finden. Weil das ist ja alles ziemlich, hier oben werden wir kein Abwasserrohr finden, gehe ich mal stark von. Aber Rampen, das ist schön, aber bringt uns nicht weiter. Ja. Da ist eine Plattform. Oh, das finde ich schon mal gut. Plattform ist schon mal gut. Aber wo ist denn hier bitte eine Abwasserkanal-Dingsöffnung? Wahrscheinlich weiter unten, gehe ich mal jetzt stark von aus. Kann gut sein. So, hier wieder ein Bogen. Aber ich muss jetzt erstmal hier Markierungen machen. Bevor wir hier so ein bisschen sexuell unfreiwillig aktiv werden. Ne? Ihr wisst schon. Das ist mir irgendwie zu wenig Peggy. Ja, klar, ich spreche einfach mal durchs Fenster, ist okay. Gut, da sind also jetzt schon ein paar markiert. Oh, hier war doch... Ja, nee, das mache ich besser nicht. Ich würde tatsächlich wirklich gerne durch das Abwassersystem da rein. Aber wie gesagt, wo ist das? Da, ich gehe mal da hinten über die Straße und hoffe, dass es da ist. Wie ich mich immer zwischendurch mal kurz sehen. Ja, Grizzly Bear, das ist nicht schön, aber. Ah, siehst du? Wirklich jetzt. Schön leise. Das ist jetzt echt deren Ernst. Ich dachte, wir kommen ins Gebäude rein damit. Aber das war jetzt ja wirklich ein Reinfall. Ich habe mich nicht zum Babysitter gemeldet. Sehen wir uns hier? Ich hoffe nicht, Alter. Manchmal frage ich mich, ob sich
Der dreht sich jetzt um, die sehen nichts. Okay, unsere Chance. Lass das mal bleiben, bitte. Mann. Das Problem ist, die sehen ja die... Die sehen ja die Leiche. Toll! Super! Ah, Gott, die kommen jetzt alle wunderbar hier hin. Peaches, wo bist du? Geh mal bloß weg. Bleib mal da, genau. Ah, nee. Bleib bloß weg. Sind hier so viele getötet worden? Da hat es jemand auf uns abgesehen. Ja, der da ist mir, die sind mir zu nah noch. Ich zieh dir deine Hand ab! Toll. Hört's! Die sind jetzt... Wehe, die sind tot! Wehe! Hey, gib's mir mal. Danke, der Küssi. So, den da unten müssen wir eigentlich auch noch befreien, fällt mir gerade mal ein. Aua! Du musst mir hier raus! Danke für die Rettung! Ich hätte doch jetzt nicht ahnen können! Übrige Geiseln... 2 von 4, okay, doch, es gibt noch welche. Die leben, okay. Wer hätte ich denn jetzt ahnen können, dass das durch den Typen durchschlägt? Ja. Mhm, alles gut. Dass es durch den Typen durchschlägt und die das Blisters zum Explodieren bringt. Das, also. Unsere Leute haben Devil's Drop. Scheiße, Deputy. Die haben 2 Whitehills zum Devil's Drop gebracht. Jacob ist auf dem Kriegspfad und versucht, die Wolfstern zu finden. Dann hätten wir keine Chance. Und wenn unsere Leute die Position nicht preisgeben, werden sie von der Klippe geworfen. Was? Deputy, Devil's Drop ist südlich von dir. Ja, geil. Zeitlimit, freue ich mich. Kommen wir da runter? Weiß ich nicht. Der stotternde Typ. Ich dachte, der dürfte eine Wache halten. Sind wir hier durchzwischen? Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass das klappen wird, dass ich da jetzt runterspringe. Keine Ahnung, ich fahre jetzt einfach hier hoch. Hoffentlich, irgendwie. Straßensperre voraus, hat er gesagt. Ja. Verflucht! Okay, aussteigen ist, glaube ich, die beste Option. Ich laufe jetzt einfach unten außen rum jetzt, Freunde. Also, so ist es ja nicht, ne? Ja. Ja. Ist klar. Hä? Töte keine Unschuldigen? Ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Der hat jetzt nicht durch den Typen durchgeschossen und den anderen erledigt. Was soll denn das? Ich hab den doch gar nicht im Visier gehabt. Das kann eigentlich nicht sein. Oh Mann! Nee, sorry, sowas. Sowas nervt mich einfach zu Tode, ehrlich. Da kriege ich die Hasskappe. Weißt du, du hast. Bliss.
Ach Mann, nervt mich das jetzt, Alter. Nervt mich nicht. Warum liegt ein Peaches da hinten? Fuck, warum liegt die denn da hinten? Warum kommt die da hin? Jeder passt auf jeden auf. So läuft es bei den Whitetails. Okay. Wenn wir einander den Rücken frei halten können, dann hebt das die Moral. Vielleicht schließen sich uns sogar noch mehr Leute an. Scheiße, ich wusste, dass Tammy sich in dir geirrt hat. Glückwunsch, du bist jetzt einer von uns. Wenn du Zeit hast, hätte ich noch mehr Arbeit. Komm in die Rufstellen, wenn du so bist. Schade. Immer wenn ich was brauche, habe ich keinen Sprengstoff. Jacob zurückerobern. Ich weiß es einfach. Ich habe eine Menge aufgeregter Funksprüche der Sekte abgefangen. Wir schicken Hubschrauberkonvois, um nach Whitehills zu suchen. Also lass bloß nie den Himmel aus den Augen. Okay. Gut zu wissen. Peaches, wo bist du, bevor ich dich überfahre? Sie. Peaches? Haha, okay, alles gut. Ja, dann haben wir diese Folge ja tatsächlich noch was geschafft. Aber... das nervt mich jetzt wieder. Das hat mich gerade wieder... Aua! Wieder sehr genervt, dass ich auf den eingeschossen habe und der Schuss durch ihn durchging und dann den... das muss doch nicht sein. Mann, das war so unnötig vor allem. So ein unnötiger Tod. Ich meine, Tod ist generell unnötig, schon klar. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber... Manu! Naja, so. Dann haben wir das jedenfalls und, schönen guten Tag! Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Das ist jetzt... Also, was ist denn mit dieser KI? Danke, Peaches. So, schönen guten Tag. Ich bin hier der Landvogt. Uah! Peaches! Gehst du da weg? Töte kein Un... Es ist einfach eine Last. Ey, was rennst du denn auch los? Aua! Ja, toll. Das ist jetzt ausgerechnet der Befreite. Das ist doch nicht wahr. Wie kann denn die KI so bescheuert sein? Was stimmt denn nicht mit denen? Alter, das war ein fucking Headshot. Tust du mir mal einen Gefallen? Das war falsch. Boah, regen die mich auf. So, Peaches ist zurzeit nicht verfügbar. Super Geschichte. Mann! Nur wegen euch, Idioten. So. So viel dazu. Und, naja. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und... Mein Gott, was ist denn wieder mit euch los? Ich kriege hier echt noch einen Anfall. Was ist mit euch denn?